Hi Leute, Gute Morgen. herzlich willkommen zur neuen Folge von Unterwegs im Odenwald. Heute sind wir hier in Erbach und da schauen wir uns jetzt mal das Schloss an und den Lustgarten, der dazu gehört. Und die Kleine ist auch dabei. Die muss man hier aber allerdings heben, weil da sind eigentlich Hunde verboten. Und da gehen wir jetzt mal durch. Leider ist jetzt hier nicht so viel bepflanzt wie normal. Der Brunnen ist auch aus. Ich meine, in Corona-Zeiten sind ja nicht so viele Leute unterwegs. Da lohnt sich das vielleicht nicht. Aber ich werde euch auch mal ein paar Aufnahmen einblenden, wie das hier normalerweise aussieht. Zum Schloss Erbach gehört die spätbarocke Orangerie mit Lustgarten. Diese reizvolle Grünanlage im Herzen der Stadt wurde 1989 in Anlehnung an den ursprünglichen Barockgarten von 1722 neu angelegt. Glücklicherweise verhinderte eine Bürgerinitiative, dass die im Lustgarten gelegene spätbarocke Orangerie in den 70er Jahren einem Hotelhochhaus weichen sollte. Erbach wäre heute um eine beliebte Attraktion ärmer. Den Tipp hier mit dem Lustgarten und so haben wir ja auch von einem Zuschauer gekriegt. Ich habe ja Ende vergangenes Jahr mal gefragt, wo eure Lieblingsplätze so im Odenwald sind. Und da war unter anderem das hier auch genannt worden. Und das ist der Grund, warum wir uns das Ganze jetzt mal angeschaut haben. Ja, für mich. Genau. Hier haben wir jetzt das Café vom Lustgarten entdeckt. Das sieht richtig schön da innen drin aus. Ist natürlich im Moment geschlossen, aber ich denke mir, im Sommer kann man bestimmt auch hier schön sitzen dann. Und hier drüben seht ihr den Übergang zum Schloss. Ich würde sagen, dann gucken wir mal, Gehen wir jetzt mal rüber. ne? Ja. Aus einer mittelalterlichen Tiefburg hervorgegangen, erhielt das Erbacher Schloss Mitte des 18. Jahrhunderts seine heutige Gestalt. Als bekanntester Bewohner des Schlosses darf Graf Franz I. zu Erbach-Erbach gelten. Er ließ die Innenräume des Schlosses umgestalten, um seinen Sammlungen einen würdigen Rahmen zu geben. Hier, Leute, sind wir jetzt genau vorm Schloss.
Jetzt laufen wir gerade quasi auf die Rückseite vom Schloss. Hier ist auch der Eingang und wir stehen jetzt mitten im Innenhof. Noch heute sind im Schloss seine umfangreichen Sammlungen von Waffen, Rüstungen, kolossaler und abnormer Geweihe sowie seine berühmten Antiken zu bestaunen. Die von Franz auf einer Italienreise erworbenen Altertümer bilden heute die einzigartige Antikensammlung des 18. Jahrhunderts auf deutschem Boden, die sich in ihrer ursprünglichen Präsentationsräumen erhalten hat. Besichtigungen sind allerdings nur im Rahmen von Führungen möglich. Herr Laubhüffchen. Und wie fühlt man sich da? Gut. Den ganzen Tag in der Kiste hier stehen. Ja. Wäre nice. Ist euch gerade aufgefallen, dass hier sogar die Statuen Mundschutz tragen? Sehr vorbildlich. Bei der Gelegenheit hier, bei den schönen Sitzplätzen, wollten wir euch mal zeigen, wir haben jetzt unsere eigenen Püffchen-T-Shirts. Yeah. Guck mal, schön immer jeweils mit Name von uns. Genau. Bild, bisschen Werbung. Und heute ist Premiere, die haben wir das erste Mal an. Es ist noch ein bisschen frisch, sonst hätten wir die schon vorher ausgezogen, die Jacken, aber es ist noch ein bisschen kalt. Ja. Aber sehr schön hier. Wir laufen jetzt mal noch ein Stück. Da haben wir unsere kleine Tour auch schon wieder beendet. Richtig schön hier. Also der Tipp war super. Vielen Dank. Da werden wir auf jeden Fall im Sommer nochmal herkommen. Genau, wenn es vielleicht ein bisschen bepflanzter ist. Ja. Parkplätze sind eigentlich ausreichend da. 3 Stunden kostenfrei. Und ja. Ja, und die Altstadt nebendran wirklich auch sehr schön. Also ich glaube, hier kann man Zeit verbringen. Ja. Dann lasst mal einen Daumen nach oben da, kostenloses Abo und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Tschüssi!